Ja, hallo Freunde und willkommen. Das Thema heute ist Ethical Hacking und das Video ist für diejenigen gedacht, die damit anfangen wollen, es zu lernen und aber ja, nicht so genau wissen, wo oder wie sie da überhaupt anfangen sollen. Deswegen will ich euch heute zeigen, was da ja, so das ziemlich erste Schritt ist. Und zwar werden wir uns einen sogenannten Lab erstmal erstellen. Ja, das ist ja, eine Testumgebung, eine virtuelle Umgebung besser gesagt, mit verschiedenen Windows-Clients von XP bis Windows 10. Windows Server natürlich von, weiß ich nicht, 2003, 2013, 2016 vielleicht auch. Eine Linux-Maschine natürlich und Web-Applications, ja, also Webanwendungen, ja, so dass wir einfach verschiedene Betriebssysteme und Plattformen haben, um eine ja, reale Umgebung zu simulieren. Genau, wir werden heute erstmal sehen, uns das, wie wir das einrichten können und was wir alles dafür brauchen und wo wir das finden. Wir können auch schon direkt loslegen, vielleicht vorher noch mal ganz kurz zusammengefasst. Ja, was euch oder uns heute hier erwartet, was wir lernen werden. Als erstes laden wir uns den VM-Player herunter und installieren es. Dann laden wir uns die Betriebssysteme als ISO-Dateien, Images hier herunter. Dann unsere Ethical Hacker Tools, die wir jetzt erstmal brauchen, werden wir herunterladen. Und zu guter Letzt werden wir den unserem ja, VM-Player einrichten. So, jetzt können wir aber auch schon loslegen hier und zwar mit unserem Punkt Numero Uno hier, VM Player herunterladen und installieren. Dazu starten wir unseren Browser und ja, rufen uns eine Suchmaschine unserer Wahl auf. Hier einfach nach VM Player Download eingeben, ja, suchen und schon haben wir jetzt hier jede Menge Ergebnisse, Suchergebnisse hier. Ich wollte aber die offizielle Website hier haben. VM Player natürlich. Und genau, VMware hier, das ist die offizielle Webseite hier. Zack, das rufen wir uns jetzt auf. Und hier sehen wir, haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal für Linux, einmal für Windows. Wir brauchen für uns jetzt das für Windows hier. Genau, wir laden das uns einfach herunter hier. Das Tool, das ist kostenlos. Ja, wir können also einfach herunterladen und installieren. Datei speichern auf dem Desktop. Okay, speichern, wenn der Download jetzt durch ist. Dann können wir den Browser auch schon schließen. Hier haben wir unsere Installationsdatei. Wenn wir jetzt die Installation starten. Dann, ja, also ich habe das jetzt schon installiert. Workstation, genau. Ich breche das mal ab, aber die Installation, das ist die ganz einfache Windows-Installationsroutine, ja, einfach auf Accept, Next, Next klicken und schon ist das installiert. Sieht dann so aus hier, wenn das, wenn wir das installiert haben. Ja, das ist, genau, außer natürlich, ich kann das mal removen hier alles, damit hier ganz genau ein Bild habt, wie das aussieht nach der ersten Installation. Edit, wie kann ich das jetzt remove von Library und remove. Genau, so sieht es dann aus. Ja, das ist hier alles leer, wenn wir zum ersten Mal starten, wie gesagt. Genau, das war es auch schon alles mit der Installation vom VM Player erstmal. Das lassen wir jetzt so. Und jetzt kommen wir zum Punkt 2. Wir werden uns jetzt ein paar ja, Images herunterladen, ein paar Betriebssysteme, vielleicht weiß nicht, Windows 10, Windows 8. Dazu starten wir natürlich wieder den Browser hier und rufen wieder mal eine Suchseite hier, eine Suchmaschine. Und hier suchen wir einfach nach Windows 10 meinetwegen Trial, ja.
Und dieser, genau, das ist die offizielle Seite hier von Microsoft. Ja, das können wir, also Microsoft bietet diese, ja, kostenlos für 180 Tage. Das können wir uns ganz legal herunterladen. Ja, also wir müssen nicht irgendwie irgendwas cracken oder sonst was Illegales tun. Wir laden uns das hier ganz offiziell von der Microsoft-Seite die ISO-Datei herunter. Das ist jetzt 90 Tage, sehe ich gerade. Okay, ich dachte, das war früher aber eigentlich 180 Tage. Oder vielleicht für andere Versionen. Okay, das reicht uns für uns aber alle mal aus. Erstmal hier. Wir müssen uns einfach hier Name eingeben, E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, Land, und schon können wir die Image, ich kann das mal, damit das alles vielleicht komplett hier, Name des Unternehmers, weiß ich nicht, Home, Geschäft, E-Mail-Adresse, e-mail.com, Telefonnummer 00227 8149. Land Deutschland haben wir hier. Das ist jetzt nur ein Beispiel hier natürlich. Wir müssen unsere richtigen Daten eingeben hier nach Möglichkeit. Hier lassen wir weg. Hier, wir wollen jetzt keine Erneuerung. Genau, einfach auf Weiter jetzt hier klicken. Hier wählen wir hier die ISO Enterprise. Und einfach auf Weiter nochmal, 32 Bit oder 64 Bit, je nachdem, was wir brauchen. Produktsprache, Deutsch. Und zack, Download, und schon geht es los mit dem Download hier. Ja, Speicherort auswählen und speichern, und dann laden wir das hier runter. Ich habe das jetzt schon gemacht, natürlich, um Zeit zu sparen hier. Ja, also einfach nach unsere Version hier Windows 10. Wir können, weiß ich nicht, Windows Server 2016 meinetwegen, Testversion, Download. Dann gelangen wir direkt hier auf der Seite. Die Prozedur ist hier die gleiche, einfach hier registrieren, und schon können wir das alles. Ach genau, Windows Server Versionen sind 180 Tage. Die Client-Versionen offensichtlich 90 Tage. Genau, das reicht aber, wie gesagt, für uns alle mal hier, um damit, ja, zum Spielen, zum Testen, zum Lernen. Genau, so könnt ihr euch die ISO, die Betriebssysteme, die ihr braucht, herunterladen. Ich habe das, wie gesagt, schon gemacht, weil sonst würde das zu lange dauern. Ich habe die jetzt irgendwo hier. Ja, sehen dann so aus. Und genau, Windows Server 2012, 2016, Windows 10. Ich überlege, ob ich eine auf dem Desktop ziehe, vielleicht die Windows 10 hier. Genau, nachdem wir das alles gemacht haben, die Betriebssysteme, die wir alle brauchen, hier heruntergeladen haben, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt Nummer 3 hier. Und zwar werden wir uns die Tools, die wir erstmal brauchen, herunterladen. Was das für Tools sind und wo wir die finden, das zeige ich euch jetzt. Und zwar, ja, wir rufen uns mal wieder eine, ja, unsere Lieblingssuchmaschine hier auf und suchen vielleicht erstmal nach Kali Linux. Das wird unser Haupttool, wenn man so will. Das ist jetzt hier die offizielle Webseite hier, kali.org. Wir klicken, wir öffnen das mal. Und hier unter dem Download-Bereich haben wir Download Kali Linux. Genau, hier können wir uns eine Image herunterladen. 64 Bit, 32 Bit. Je nachdem. Wir können aber auch eine vorgefertigte Image für den VM-Player sozusagen herunterladen. Das ist dann wie vorinstalliert. Ja, die Image, die müssen wir richtig installieren, ja, wie bei Microsoft Windows. Die VMware Image hier, das ist ja schon
vorinstalliert sozusagen. Wir können dann einfach öffnen in unserem Player. Wir müssen dann nichts weitermachen. Ist schneller und einfacher. Deswegen wählen wir das, oder ich jetzt. Ihr könnt euch natürlich auch eine Image herunterladen und das dann richtig installieren. Ich habe das hier heruntergeladen, ja. Die VMware-Image hier, das können wir hier von der Offensive Security-Website herunterladen, allerdings als Torrent. Ja, einmal 64-Bit, 32-Bit nochmal. Und hier, ja, hier müssen wir uns das Torrent herunterladen und dann mit einem Torrent-Client nochmal das Betriebssystem selbst. Genau, nachdem wir das heruntergeladen haben, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen langsam hier. Ich breche das ab an der Stelle, ich habe das schon heruntergeladen. Ich zeige euch, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Das habe ich irgendwo hier. Genau, nachdem wir, das ist wie gesagt eine ZIP-Datei, die müssen wir dann auspacken und sieht dann eben hier so aus. Das können wir dann, wie wir nachher sehen werden, in dem Player direkt öffnen. Ja, das Betriebssystem startet direkt, da müssen wir nichts mehr installieren. Dann brauchen wir, hier sieht man schon, einmal ein Linux-Betriebssystem, ja, haben wir gesagt. Und zwar ein Betriebssystem, was verwundbar ist, ja, damit wir später dann unsere Exploits testen können. Das nennt sich dann Metasploitable. Ups. Na, Metasploit 2. Wir nehmen die 2 jetzt hier. Und hier haben wir die Webseite. Hier haben wir vom SourceForge hier. Das ist eine sehr gute Repository. Wir können ruhig hier herunterladen. Akzeptieren. Okay, das ist dann das. Hier ist eine ZIP-Datei wieder. Ja, hier haben wir Metasploitable, ist ein intentionally vulnerable Linux Virtual Machine. Ja, also das ist eine virtuelle Linux-Maschine, die mit Absicht ja verwundbar ist. Also das ist ja so gewollt, damit wir dann ja unsere Exploits dann testen können. Das einmal herunterladen, das habe ich ja auch schon gemacht hier und ausgepackt, sieht dann auch dementsprechend aus. Zack, das müssen wir machen und dann müssen wir hier, das ist auch so eine Linux-Maschine hier mit Web-Application, die auch so verwundbar ist. Das nennt sich hier OWASP Break Web Application. Wir gehen noch mal hier und OWASP, weiß ich nicht, Broken Web Application Project. Ja, das können wir einmal hier noch mal von SourceForge hier. Zack. Genau, das ist OWASP Broken Web Application Project. Ja, das ist das OWASP hier, das steht glaube ich für Open Web Application Security Project. Genau. Und Broken Web Application, ja, da haben wir noch einmal ja Webanwendungen, die wir da angreifen können. Das laden wir uns auch noch mal herunter hier, zack. Und das dauert dann ein bisschen, ja, das ist ja, etwas ziemlich große Datei, ein paar Giga, ich weiß es nicht. Ich habe das jedenfalls auch schon heruntergeladen und ausgepackt. Ist auch eine ZIP-Datei. Ausgepackt sieht dann hier so aus, so dass wir direkt in unserem Player starten können. Genau, das war's jetzt zu den Tools, ja, zum Punkt 3. Erstmal, und jetzt kommen wir zum Punkt 4. Hier und zwar unsere VM-Player konfigurieren. Ja, genau, wenn wir starten, dann sieht das erstmal hier so aus. Wenn wir jetzt eine, genau, ich zeige euch mal, wenn wir jetzt, ich habe jetzt hier die Windows 10 Image, ja, wenn wir jetzt Windows 10 hier, das müssen wir installieren.
Und zwar mit hier Player, File, New Virtual Machine. Zack, hier Installer Image. Ich wähle jetzt hier meine Windows 10 hier, die auf dem Desktop ist. Zack, aus. Denke ich. Ja, das ist die ISO-Datei. Irgendwie hat er da. Aber gut. Und klicke auf Next. Hier wählen wir The Quest Operating System Microsoft Windows, habe ich hier Windows 7, Windows. Also das ist jetzt das Betriebssystem, was wir jetzt installieren. Das ist eine Windows 10. Windows 10. Genau. Einfach auf Next hier klicken. Hier können wir einen Namen, einen beliebigen Namen vergeben. Ja, Hauptsache wir wissen, worum es geht. Ich lasse das jetzt mal so, Windows 10, und klicke auf Next. Hier können wir nochmal die Festplatte, Speicherplatz hier nochmal, standardmäßig sind hier 60 GB zugewiesen, Split, okay. Hier können wir alles so lassen. Erstmal und klicken auf Next und Finish. Und schon geht es los. Jetzt müssen wir hier den Play-Button oben anklicken. Und schon geht es los jetzt mit der Installation von Windows 10 hier. Das dauert eine Weile, deswegen, beziehungsweise ich kann das jetzt hier so laufen lassen. Im Hintergrund, so als Beispiel. Ja, hier wählen wir zack aus Deutsch, Deutsch, Deutsch. Weiter. Das ist jetzt einfach die, ja, Windows-Installation hier. Genau, ich lasse das jetzt mal so. Jetzt öffne mir noch ein Player hier und werde mal ein akzeptieren. Okay, das werden wir jetzt aber nicht durchmachen, weil das dauert viel zu lange. Benutzer, Update, Windows installieren. Okay, ich lasse das jetzt mal. Genau, und hier zeige ich euch, wie man jetzt beispielsweise jetzt mit Kali Linux, das müssen wir nicht so jetzt installieren. Und zwar, das können wir hier über Open Virtual Machine, ja, einfach draufklicken und jetzt müssen wir navigieren hier, wenn ich das jetzt hier, aha, VMs und hier habe ich meine Kali Linux Maschine hier, ja, zack, und einfach hier anklicken. Und jetzt ist es hier eingebunden, wenn ich jetzt auf den Play-Button hier klicke. Dann startet direkt mein System hier. Wir sehen, zack, wir brauchen nichts installieren. Genauso läuft das auch mit dem anderen Linux hier Betriebssysteme. Das können wir hier Open a Virtual Machine. Hier habe ich meine virtuelle Maschinen, Metasploit Table hier, zack, zack. Einfach doppelklicken, ist hier eingebunden und Play-Button und schon startet es. Genau, allerdings, wir müssen jetzt hier aufpassen, wie viele virtuelle Maschinen wir hier starten. Ja, das hängt stark davon ab, wie viel RAM-Speicher wir haben. Ja, und wir können nicht unendlich viele, es sei denn, wir haben eine sehr, sehr starke Maschine mit ganz viel RAM-Speicher. Ja, das wird jetzt geteilt hier. Zum einen. Zum anderen, wenn wir jetzt hier die virtuelle Maschinen installieren hier oder starten, wie auch immer, es ist natürlich am besten, wenn ihr auf eine extra Festplatte oder Partition das macht. Das ist sehr zu empfehlen, denn ansonsten ist die Festplatte ziemlich schnell ganz voll. Ja, und wenn das die C-Partition ist, dann kann sein, dass dann ja Windows da nicht mehr mitmacht irgendwann und dass ihr irgendwelche Fehlermeldungen bekommt oder Windows immer langsamer wird, wie auch immer, das ist auf jeden Fall nicht gut. Deswegen immer darauf achten, wie viel Platz hier, ich gehe mal hier auf C, ja, das muss ja genug Platz hier sein. Ich habe das jetzt hier auf eine extra Festplatte, wie ihr hier sehen könnt, die ganze virtuelle Maschine und die Image-Dateien hier, die nehmen auch ganz schön viel Platz weg. Wenn wir jetzt schauen, dann haben wir jetzt hier knapp 3 GB. Ja, wenn wir mehrere haben, dann kommt was zusammen. Genau, das ist jetzt Metasploit Table. Hier ist gestartet.
Ja, hier haben wir, das ist jetzt unsere Kali Linux Standard Username. Hier ist root und das Passwort ist Tor. Genau, die Passwörter hier für die vorinstallierten Maschinen, die habe ich glaube ich hier irgendwo. Genau, das sind sie hier. Zack, hier haben wir einmal für Kali Linux, ja, User ist root, Passwort ist Tor. Für Metasploit Table 2 haben wir MSF Admin, User und Passwort MSF Admin auch. Und für die Broken Application hier haben wir User root und Passwort ist OWASP, OWASP, SPBWA. Ja, das steht vielleicht genau. Open Web Application Security Project Broken Web Application. So, vielleicht kann man sich das schneller merken. Dann sind jetzt die Standard-Logins hier für die Betriebssysteme, für die Linux. Ich schließe das jetzt mal. Und genau, das ist jetzt meine Kali Linux-Maschine hier. Ja, wer das noch nicht so kennt, das ist ein bisschen jetzt hier mit der grafischen Oberfläche. Hier, das sind die Anwendungen, hier die Programme. Wie bei, ja, ähnlich wie beim Windows sozusagen. Einfach ein bisschen hier rumspielen, damit müsst ihr dann ja sehr ja oder klarkommen. Das ist wie gesagt, das wird das Haupttool dann, mit der wir arbeiten. Genau, also ich denke, das war's für heute auch schon alles. Ja, das ging jetzt heute. Jetzt habe ich hier genau eine virtuelle Umgebung hier uns ein Lab uns zu erstellen. Ja, ich habe jetzt hier eine Windows-Maschine, eine Windows 10, eine Linux-Maschine hier. Ich konnte jetzt noch ein, zwei starten, vielleicht eine Linux oder ein Windows-Server. Und in, ja, so als wäre das ein Netzwerk hier. Und ja, ich denke, ich höre jetzt auf an der Stelle hier. Das war's für heute. Das, was wir machen wollten heute, ging es nur um den Lab hier und die Tools. Demnächst werden wir wahrscheinlich, wenn ihr da Interesse habt, ja, noch ein paar Videos darüber machen, wie man jetzt ein bisschen damit arbeitet und so weiter. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.